Quest kurz mal vorantreiben, weil wir haben momentan ziemlich viele Quests haben. Hat's ja dabei gehabt, hat ja nur 110 Metall dabei. Na okay. Bereit halten, wir stoßen zu Feuer! Und die andere. Feuer! Häng mich an sie, damit sie uns nicht haben kann. Wir haben sie natürlich nicht mehr gekriegt. Feuer! Alle Segel, sie verträgt das! Feuer! Feuer! So gut wie... Sind bereit, Sir! Feuer! Und schwupp! Feuer! Ja! Das ist hier nicht gesiedelt. Oh. Auf dein Reich, mach für Auftrag! Feuer! Was? Schießt die? Und getroffen, Sir! Feuer! Aber schwer beschädigt! Feuer! Gegner feuern! Amos Fahrsegel hört kommen! Feuer! Sieben Sterne! Wir sind beschädigt! Oh, Feuer! Wir gehen auf den Kampion! Ich bin schrecklich nah! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Ja. Schieß auf die Lügen, sobald sie im Wasser sind! Feuer! Feuer! Ihr wurde marschiert! Feuer! Ja. Gegner feuern! Ich hoffe, sie sind nicht bereit. Das war keine. Du bist eine. Sind bereit, Sir. Mit Minen könntest du mir entgegen. Feuer! Ah, nö. Ich bin bereit, Sir. Feuer! Ich muss irgendwie den auszuweichen, wenn sie versuchen. Feuer! Ja, Captain! Ah, ich sag nicht mehr, wie ihr seht. Rein zu feuern! Das ist nicht ganz gut. Feuer! Das ist nicht ganz gut. Feuer! Minen auf den Wogen, Sir! Feuer! Vorsicht, Captain! So, und... Feuer! Wir sind beschädigt! Ja, also. Bam, 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 bam. Feuer! Sehr schön. Assi, hafteste wäre jetzt natürlich, wenn ich den ganzen Boden da unten nochmal abräumen müsste, glaube ich aber ja weniger, weil wäre strange, weil dann hättest du das Geld ja schon gekriegt für die Kisten und müsstest, durftest dann nochmal hin. Wäre irgendwie komisch. Das ist eine spanische Fregatte, sind die größere Fregatte oder waren die so in diese Mitte drin, diese 18 Dinger? Ich glaube, es waren diese Level 18 Teile. Habe ich aber schon ewig keins mehr gesehen, ich sehe nur noch die Level 25er eigentlich. So, na dann, komm mal her. Segel einholen! Wiederholen und Aufgang! Großsegel, los geht's! So, nehmt die Rad aus der Band! Und nach unten! Ladebildschirm bitte überspringen! Ja, kann ich das... Ich kann es gar nicht mehr. Oh mein Gott, ich kann das nicht überspringen! Boah. So, dann hoffen wir, dass wir jetzt die Glocke finden. Es ist nur noch eine Truhe, die wir suchen müssen. Autsch, das war klar, dass der uns jetzt noch erwischt. Aber die, ach, die Luftröhren sind alle wieder da. Guck mal. So, was ist mit dir? Für die Ruhe sein soll. Weil ich mir maximal noch vorstellen kann. Das alles klar. Oh, Alter, Leute.
Ich habe echt nicht vor, jetzt hier inzwischen so gefunden, am Portfeuer noch zu sterben. Oh, los geht denn? Alter. Na also. Plan. War es das noch nicht? Da ist noch ein beschissenes Animus-Fragment. Elite-Ramsporn, wir haben den Ding gefunden. Ich krieg eins. Nein, wir starten nicht bei der Festung. Bitte sag, oh nein. Bitte sag mal nicht, dass wir bei der dummen Festung starten. Bitte. Oh, ich hasse dieses Spiel. Und das spanische Brix müssen wir auch wieder versenken. Ey, ihr könnt mich alle mal so tief am Kaffeetisch bedienen, dass... So, ich würde sagen, weil mir das hier ja so auf den Pisser geht, gehen wir jetzt zum dritten Mal dahin. Es tut mir wirklich äußerst leid, dass wir da jetzt nochmal hin müssen, aber ich glaube, ihr versteht, dass ich wegen einem Animus-Fragment das jetzt da nicht liegen lasse. Ich weiß nicht. Es gibt einen guten Trick, wenn man sauer ist beim Let's Playen. Man sollte lächeln beim Reden und dann vergeht das wieder. Das ist kein Witz, das funktioniert wirklich. Wenn ihr mal, also wenn ihr Let's Player sein solltet und sauer sein solltet oder genervt sein solltet, einfach beim Reden lächeln und dann verschwindet der das einfach nach einer Weile, weil man einfach weiß nicht, das weiß nicht, warum das ist, das ist einfach so. Mars und Torfsegelberg! Ihre Schwachstelle ist Spanische Brick versenkt. Ich weiß gar nicht, ob man Lebens und das Schiff langsam sein Leben auch wieder auffüllt. Großsegel setzen! Topsegel reffen! Feuer! Kriegt die Hauptsegel in den Wind! Holz, Metall erbeutet und jetzt geht's weiter zu meiner Festung. Ah, siehst du, das war eine Fregatte. Jetzt muss ich zwei Bricks noch erledigen. Also nur noch das Gut. Was ist mit der da hinten los? Anscheinend fertig gemacht. Und dann haben wir gleich noch einen Typen aufgesammelt. Wie sieht's aus bei uns? Ach, siehst du, doch. Die tut sich selbst wieder aufsammeln nachher alleine. Wir haben jetzt schon einen ganzen Balken wieder. Ja, da treibt etwas Frachtgut. Moment, wir können es mal beobachten kurz. Vielleicht sehen wir's. Oder auch mal hier, da ist etwas in der Tiefe unter uns. Ja, in der Tiefe. Haben wir auch noch gar nicht gesehen, ist auch ganz neu. Ich bin auch nicht noch einmal zum dritten Mal diesen langen diesen langen Screen sehen, in dem wir da in die Tiefe gleiten. Weil abgesehen davon, das ist eigentlich vollkommen unlogisch, in so einer Tiefe zu schwimmen. Der Druck, der hier herrscht, das sind ja mindestens 50 Meter oder so. Der Druck, der hier herrscht, würde dich sofort zerquetschen eigentlich. Also nicht dich, der wird persönlich, aber das Trommelfell an sich oder so, also Dinge, lebenswichtige Dinge, die du bräuchtest, um hier zu überleben, würdest dir sofort Lunge, glaube ich, auch. Ich bin jetzt kein Biologe, ich kann das nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen, aber in der Tiefe, guck mal bitte, wo wir sind. Obwohl, das sieht eigentlich immer noch machbar aus, so ein bisschen. Autsch, das ist ja weh. Ja, für alle, die glauben, das war witzig, das war nicht witzig. Boah, Leute, könnt ihr mich nicht mal... Ey, ohne Mist. Ich will nur noch dieses dumme Animus-Fragment finden. Ich werd wirklich... Das ist... Ist das richtig? Wo ist denn das Ding? Ach, da hinten. Endlich schaffen wir es. Endlich. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das im Leben nochmal hinkriegen. Fragte la Kapf.
Du kannst mich mal. Ja, nee, ist klar. Hallo, Festung. Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Es ist einfach so schön, jedes Mal hier zu landen. Ich bin einfach so happy über dich, dass ich jetzt direkt zur nächsten Hauptmission weitermache. Tja, schön. Also, liebe Zuschauer, dadurch, dass ich jetzt so verkackt habe, geht es pronto Brixo Maximixo zur nächsten Hauptmission weiter. Wo ist die? Ich finde sie, glaube ich, nicht, weil ich nicht ausgelaufen bin. Es ist einfach schön. Hä, wo ist jetzt die Hauptmission? Ach, die habe ich jetzt nicht. Ach, die habe ich jetzt nicht, weil ich die Schiffe noch platt machen muss. Eine Fregatte. Toll. Alle Segel. Hallo. Feuer! Na du kleines Schnuckchen. Also die Fregatten waren die größeren. Sind bereit, Sir. Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Tun wir mal, uns draufschießen, bevor sie anfangen, uns zu rammen. Feuer! Nee, was dann hier fertig! Segel setzen! Bewegung! Feuer! Ja! Also, versucht es gar nicht erst, weil sie gemerkt hat, dass er... Feuer! Yeah! Raus auf den Wind! So, und Feuer! 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 Eine Salve, genau da rein! Feuer! Feuer! Bis dahin, Sir! Feuer! Boah! Wow. Was ist denn jetzt los? Ich schieße jetzt mit Feuer auf einfach. Ja, komm, wir verarschen ihn! Das ist sicher Feuer! Feuer! Das bin ich nicht mit Feuer. Öffnet die Hand! Ich muss das verstehen. Mars und Farbsegelberg! Feuer! Hör sie mal, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Jetzt aber hier! Ein Zeichen und die... Holt sie nieder! Raus auf den Wind! Beide Schlupfkappen versenken. Hinter Metall. Schön. Feuer! Ich aber nicht. Ich habe kein Interesse daran, dieses Metall aufzusammeln. Da ich momentan nicht sauber bin, bist du eine Brick. Nein, du bist eine Fregatte, deswegen hole ich dich nicht. Feindschiff. Feindschiff. Okay. Bring die Hauptsegel in den Wind! Ich dachte jetzt schon, das wäre eventuell nicht so cool gewesen. Haben wir jetzt noch Mörser? Ne, wir haben keins bekommen. Oh, das ist ein Brick. Eine Brick! Wunderschön, da habe ich einen Brick gefunden. Leesegel einholen! Großsegel rein, so, Brandsegel mal ganz schön nach, oh, wir versuchen mal ganz schnell nach vorne zu kommen. Was verstehst du eigentlich nicht an schnell? Alter, was verstehst du nicht an schnell? Ich nicht ganz verstehe, warum der nur einen einzigsten Meter unter den Balken springt, statt weit weg zu springen. Aber okay, gut. Man kann sich natürlich die Arbeit auch erleichtern. Oder verschweren, je nachdem, was er halt vorhat. So, hier haben wir noch ein bisschen Treibgut. Einmal Truff und Nüff ist Dings. Oh, da drin, drei Metall. Kann man immer mal gebrauchen. Und... da haben wir wieder ein Animus-Fragment gefunden. 9 von 30 unkontrollierten Einsatzfragmenten. Oh mein Gott, das ist ja schon einiges. Ein Drittel. Wow. Spanische Bricks versenken. Ja, und dann kriegen wir es unsere Hauptquest zurück. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie umstellen kann. Da habe ich mich noch nicht informiert dazu. Aber es ist jetzt auch nicht das Ding. Da haue ich ja die spanische Bricks kurz weg. Einen haben wir ja schon gefunden, die andere folgt danach. Und dann geht es zum Hauptquest. Was ich gar nicht mehr weiß, was es war. Wie gesagt, lange nicht gezockt momentan. Gebt den Wind ab!
Segel ja. Jeden fetten Stapel in den Wind. Du da hinten bist eine Fregatte. Ram und Marsegel festzurren. Dann wird's aber nicht das da sein. Beruhigt sie. Jo. Gefunden. Ich hoffe, die Fregatte fliegt jetzt nicht dahin zur Brick. Wäre uncool. Dann müsste ich die Fregatte nämlich auch, natürlich, die fahren direkt aufeinander zu. Wie könnte es auch anders sein, wäre ja zu einfach sind. So, weil einfach wäre. Frachtbord, da treibt Frachtgut, Sir. Ihr habt's gesehen. Jupp, also in meiner Brücke, das kann ich, glaube ich, ich habe keinen Bock gegen das Große zu kämpfen jetzt. Ne? Nimm die Rahn aus dem Wind! Los! Wiederholen und aufgreifen! Die kommt natürlich direkt auf mich zu. Aber manchmal frage ich mich, ob sie das in Absicht machen. Aber okay, dann suche ich mir halt ein anderes. So, was ist das jetzt hier für ein Ding? Wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind jetzt hier. Hier hinten irgendwo war das Quest. Fahren wir mal in die Richtung. Hi. Da sollte auch irgendwo das Quest zu finden sein. Und hoffentlich eine Fregatte, Level 23. Kann es sein, dass Fregatte bringt und so nach der Bauweise des Schiffs ist und gar nicht richtig mit dem Level zusammenhängt? Weil das sind ja alles Fregatten. Ich glaube, das hängt gar nicht mit der Bauweise zusammen. Ich glaube, das hängt bei Assassin's Creed mit dem Level zusammen, ab welchem Level ein Schiff sich richtet.